Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde, willkommen beim 0/ gegen 0. Heute machen wir einen weiteren Mod-Review und hier ist ein komischer Baum. Warum ist der ein komischer Baum? Das ist eine gute Frage. Und was sind das da für komische Viecher hier hinten und warum stehen da Level drüber? Ja, und warum heißt der Freak der Rocket Grunt und warum habe ich keine Minecraft-Sounds? Also, wie ihr seht, sollen das hier Pokémon sein. Wenn man auf Easy stellt, spawnt auch Team Rocket, oder Team Rocket, oder wie auch immer man die aussprechen will. Also sagen wir so, es ist ein Pokémon-Mod. Für alle Pokémon-Fans unter euch. Ich stelle mal vor, und im Übrigen sind da normalerweise auch die echten Pokémon-Sounds, also wirklich richtig aus der Serie, oder aus dem Spiel, oder wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt. Da sind die echten, richtigen Sounds. Aber, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt nicht irgendwie welche Copyright, irgendwie Copyright-Ärger kriege, wenn ich den Sound hier mit abspiele. Und deshalb habe ich mir gedacht, lässt du das lieber mal mit dem Sound, bevor du irgendwelche Copyright-Probleme kriegst. Deshalb mal kein Sound heute. Von Minecraft intern, aber ja, braucht man ja auch nicht so unbedingt. So. Also das hier ist beispielsweise so ein Rocket-Rüpel, sag ich mal. Schade, da. Ich wollte gerade Scheiße sagen, genau. Ich habe nämlich, muss ich eigentlich mal was umstellen, nämlich habe ich den Inventar auf E anstatt auf I. Aha. Ah ja, die habe ich in anderen Welten. Also das wären jetzt hier Pokémon, die ich schon in anderen Welten habe. So. Ich hole mir jetzt direkt mal den Meisterball. Die kann man sich normalerweise aus diesen Apricoco-Dingern hier, die man hier aus den Bäumen kriegt, zusammensetzen. Hier. Die kann man sich dann craften. So, jetzt. Ja gut, den kann man nicht fangen. Hätte ich mir auch irgendwie denken können. Naja. Kann man das eigentlich fangen? Guck mal. Okay, das kann man nicht fangen. Aber was ich weiß, das habe ich jetzt nur einmal ausprobiert. Was ich weiß, ist, du kannst beispielsweise zack darauf klicken, dann wackelt der. Beim Meister war das natürlich so gut wie auf jeden Fall gefangen. So, und seht ihr da unten links, ganz unten links in der Ecke, Rattat und das war's. Ja, das ist das Pokémon, das ich gerade eben gefangen habe. Wenn ich jetzt auf Steuerung 1 drücke, spawne ich das. Ja, und das kann auch im Level aufsteigen, wenn es oft genug kämpft oder sterben. So, was kann man noch machen? So. Irgendwann ruft man das mit Steuerung 1 noch wieder zurück. Wenn man mehrere Pokémon hat, ruft man das halt auf Steuerung 2, Steuerung 3 bis zu Steuerung 6, ja klar. Wer Pokémon-Spiele spielt, sollte das wahrscheinlich wissen, vermute ich mal. So, jetzt drücke ich Steuerung 2, zack, und jetzt drücke ich nochmal Steuerung 2 und zack, weg ist es wieder. So. Aber jetzt ich wollte euch das hier zeigen. So, jetzt hat der Rocket Hippie da nichts mehr verloren und das Muschas, oder? Jo. Ich weiß das im Übrigen alles, weil ich selber früher sehr oft Pokémon gespielt habe. Mittlerweile nicht mehr so wirklich viel. Ist gar nicht. Aber ich fand den Mod ganz witzig, deshalb hatte ich mir eigentlich mal so Spaß gezogen. Da oben sind nochmal zwei Rocket-Rüpel. Wenn bei euch im Übrigen keine Team Rocket-Typen da rumrennen, entweder ihr habt auf Peaceful gestellt oder zweitens, ich habe gerade einfach nur ganz viel Glück, dass hier so viele rumrennen. Hoppla. Das liegt ganz einfach daran, ja, mein Muschas bekämpft jetzt hier die Riesenviecher. Das liegt ganz einfach daran, dass die recht selten spawnen. Irgendwann kann man die auch mit der Hand erschlagen. Stirb, 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 böses Viech, böses Viech. Du bist ganz böse, so musst du sterben. So. Ich kann einen Rocket-Rüpel erschlagen. Ah ja, der Rocket-Rüpel hatte jetzt einen Pokédex bei sich. Der hat einen Pokéball. Oh, du bist mein. Ach, schade, geht trotzdem nicht. So, wenn man jetzt, man muss nicht auf den Pokémon klicken, man kann einfach irgendwo hinklicken. Dann öffnet sich der Pokédex mit allen Pokémon. Ich glaube, das Scene und Cord funktioniert noch nicht so ganz. Und mit den Pfeiltasten kann man rauf und runter scrollen, wenn man hier so gut sehen kann. So, jetzt kann ich euch noch was zeigen. Und zwar, wenn man ein Pokémon spawnt, das ist das Einzige, was hier noch lebt bei mir. Oder auch gleich nicht mehr. Dann ich brauche aber so eins noch, so ein Pokémon hier. Das hier fange ich mir am besten direkt mal gleich mit. So. Gut. So, jetzt spawne ich hier mein Pokémon. Jetzt drücke ich hier mit dem Pokédex mal einen Rechtsklick darauf. Dann kann man das hier oben benennen. Caterpie. Kann ich jetzt eingeben. Abrup. So. Pokepoint. Die schaltet man frei, wenn man genug Erfahrungspunkte hat. Dann steigen die im Level auf. Dann kann man hier die Werte halt aufleveln. So. Safe. So. Was haben wir? Genau. Wir haben. Ach, eh, nicht I. Muss ich mir merken. Wir haben Rare Candies. Also, das sind, diese, wie soll ich nennen, Sonderbonbons. Genau, so heißen die.
Wenn ich jetzt rechtsklick auf das Pokémon. Moment. So, zack, Level 6. Also die funktionieren genau wie in den Spielen. So Rare Candies, also Sonderbonbons. Und ja. Was haben wir denn dann noch Schönes? Genau, jetzt haben wir noch zwei Sachen, die ich euch zeigen kann. Und zwar wären das einmal Health Table und der PC. Der Health Table, jetzt achten wir unten auf die Leben von den ganzen Pokémon. Zack, jetzt leben sie alle wieder. Das ist halt Health Table. Health kann man sich irgendwie denken, ne? Gesundheitstisch. So, der PC hier, der ist für die Box zuständig, für die, ne? Pokémon-Box. Hier kann man die abladen. Wieder rausnehmen. Die Box kann man irgendwann auch umbenennen. Zack, 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 zack. Ah, dat, 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 dat. Es gibt verschiedene Boxen. Es sind, wie viele es sind, weiß ich nicht. Ich glaube auf jeden Fall, es sind nicht wenig. Es sind wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele es sind. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie nachgeguckt. Das hat mich bisher nicht interessiert, wie viele Boxen es gibt. Könnt ihr ja mal selber gucken. So, was gibt's noch? Nachdem ich euch jetzt die Bäume gezeigt habe und alles mögliche andere auch schon, genau. Natürlich kann man hier die Pokémon auch entwickeln. Und zwar folgendermaßen mache ich das jetzt. Ich brauche nur einen Sonderbonbon. So. Und jetzt kann man hier auf Evolve drücken. Das kommt erst auf Level 7, nicht bei allen Pokémon. Einige Pokémon-Entwicklungen gibt es im Übrigen auch noch gar nicht. Die wurden noch nicht reinprogrammiert. Wenn man jetzt auf Evolve drückt, haben wir jetzt den hier. Und wenn ich jetzt eben noch ein paar nette Bonbons gebe, dann ist der gleich, zack, zack, was nicht, ich glaube, Level 12 oder 14, ach nee, so schon auf Level 10. So, das haben wir jetzt mit Bo. Also wie schon gesagt, das ist eigentlich ganz witzig, der Mod. Deshalb habe ich mir halt gezogen. So, und dann können wir jetzt hier auf Exploren stellen, dann erkundet er also seine eigene Faust. So, jetzt wieder Followings, folgt er uns, schlägt er uns die ganze Zeit hinterher. Der nette ASSSS nennt mich irgendwie ein Creeper. Ass. so, es kämpft. Ich kämpfe hier wieder gegen Rocket Band. Ja, auf jeden Fall, das sind so die Hauptfunktionen des Spiels. What the fuck? Hauptfunktion des Spiels. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Review gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Oder habe ich noch was vergessen? Dann kurz überlegen. Ich habe. Moment, ich bin kurz. Ja, bevor ich jetzt aufhöre, kann ich euch noch einmal zeigen, wie man sich Pokéball craftet. Und zwar nehme ich jetzt mal den ganz standardmäßigen Standardball. Ihr braucht Knöpfe, rote Aprikorn, Aprikoko heißt die, glaube ich, auf Deutsch, weiß ich aber nicht genau. So, jetzt haben wir alles. Ich mache mir eben hier das Too Many Items weg. Roten Planks, hölzernes Geplänkel, Crafting Table, dahin. Dann macht ihr einfach den Button in die Mitte. Nehmt die Capri, Aprikorn, Capricorn, gedünnte Dinger und packt die dann rundherum und dann habt ihr 6 Pokébälle. Wenn man die anderen macht, weiß ich gerade nicht. Ich glaube aber auch so ähnlich. Deshalb braucht man dafür auf jeden Fall auch einen Button. Eventuell macht man Superbälle, glaube ich, so. Ne, doch nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Also die anderen kann man auch so ähnlich herstellen. Oder fast gleich, halt mit anderen Farben. Ja. Jetzt wisst ihr, wie man Pokébälle herstellt. In diesem netten, lustigen, wirklich ziemlich lustigen meiner Meinung nach, kleinen Mod. Glück finden wir noch ein paar blaue. Oder auch nicht. Doch, da eine. Rot. Na egal. Ich hoffe, euch hat das kleine Review-Video hier gut gefallen. Hier dürfte ich, glaube ich, sogar Zubat finden können. Ich meine, die findet man hier irgendwo in Höhlen. Weiß ich aber nicht. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis denn. Tschüss.